So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute, 6. November, und es ist 3 Tage nach der Wahl in den USA. Es steht immer noch kein Sieger endgültig fest. Alles ist offen, und natürlich wird das auch heute am Freitag das marktdominierende Thema sein. Wir werden das gleich Ganze versuchen, einmal auf der technischen Seite einzuordnen. Das heißt also, wie stellt sich die Markttechnik an sich dar? Und dann natürlich auch auf der fundamentalen Seite zu beleuchten. Jetzt gehen wir erstmal vielleicht in die einzelnen Abstimmungen nochmal hinein. Ich benutze, wie gesagt, Bloomberg, die bereits hier Arizona, seht ihr hier unten, Trump zuschreiben. Es gibt durchaus auch Umfragen, die Arizona hier Trump noch nicht so zuschneiden, Biden noch nicht so zuschlagen. Da gibt es einen kleinen Unterschied, aber die Punkte, auf die es hauptsächlich ankommt, werden Pennsylvania sein und auch vielleicht Georgia. Und für Biden ist es immer noch so, dass es mehr Optionen gibt, hier diese 270 Electoral Votes zu bekommen, das heißt, diese magische Grenze zu überschreiten. Und wir müssen mal gucken, wann wird jetzt wo vielleicht ein Ergebnis zu erwarten zu sein. Also, erstmal hier Arizona, der fragliche Punkt, da rechnet man so ungefähr 19 Uhr deutscher Zeit heute, also dieses müsst ihr euch merken, 19 Uhr deutscher Zeit, damit, dass das Ergebnis dann auch mal feststeht. Wir sehen es hier, aktuell immer noch im Vorsprung von Biden. Man sieht hier eben auch die Stimmverteilung, und ja, da kommt es eben nochmal drauf an, kann sich da noch was verschieben, ja oder nein. Bloomberg rechnet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eben, dass es hier blau bleibt und deshalb erstmal diese 264 Biden-Stimmen. Wenn das bei 264 bleibt, dann würden sechs weitere ausreichen, hier den Sieg von Biden zu sichern. Und diese sechs weiteren, die könnten entweder aus Nevada hier unten kommen, was im Moment blau ist. Hier hat er noch einen kleinen Vorsprung. Dieser Vorsprung seht ihr, aber sind so bei 11.000, 12.000 Stimmen. Der ist ganz schön dahingeschmolzen. Es werden hier noch besonders Städte um Las Vegas ausgezählt, und hier soll es 18 Uhr deutscher Zeit eine Entscheidung geben. Dann sind eben auch nur diese Städte nochmal ausgezählt. Die Behörden haben schon Folgendes gesagt in Nevada: Es kann, jetzt festhalten, bis zum 12. November dauern, bis alles ausgezählt ist. Das ist ein langer, langer Weg. Vielleicht braucht es aber auch nicht Nevada. Vielleicht reicht auch, wenn schon Georgia hier kippt. Georgia hier, Trump noch vorne. Wir sehen aber, dass es sich hier wirklich nur noch um so fast 1600, 1700 Stimmen handelt. Also das Momentum ist hier definitiv auf beiden Seiten, und es ist sehr wahrscheinlich, dass er da heute in Führung geht, und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass eine Entscheidung hier heute schon in Georgia am Freitag fällt, und wenn das der Fall ist, dann kommen die sechs Stimmen daher, beziehungsweise dann sinken die Optionen für Trump extrem, weil es sind hier nicht nur sechs Stimmen, die hier zu vergeben sind, sehen wir hier in der Größe des Kästens sind hier viel, viel mehr, es sind 16. Und dann braucht Biden Nevada gar nicht mehr. Somit gesehen könnte ich hier heute, wenn Georgia fällt, das nochmal einen sicheren Impuls geben. Das Letzte, was dann wirklich noch wirklich fraglich ist Pennsylvania. Und das können wir hier auch sehen, wenn wir hier auf Pennsylvania gehen. Da sehen wir einen Vorsprung ungefähr von Trump, der war so bei 20.000 Stimmen, das ist jetzt schon wieder unter 20 gesunken, sind so 18.000 Stimmen, die dann noch da sind, und wir haben noch einiges auszuzählen, was da ist. Das heißt, hier, und das ist jetzt ganz entscheidend, wenn Trump Pennsylvania nicht holt, dann kippen alle anderen Optionen für ihn, weil die braucht er auf jeden Fall, und die sind ihm jetzt auch zugeschlagen. Ja, im Moment noch, sehen wir hier oben, die sind ihm noch zugeschlagen, oder beziehungsweise die werden für ihn oder die werden ihm noch im Moment zugeschlagen. Wenn die nicht kommen, dann hat er gar keine Chance mehr. Das bedeutet, das wird hier auch nochmal sehr spannend in Pennsylvania.
Und man erwartet jetzt zwei Dinge. Also A, dass aufgrund dieses Auszählungsmodus erst wurden eben die Wahlurnen ausgezählt. Da waren natürlich hauptsächlich Trump-Anhänger da. Das hat zwei Gründe. Vor allem natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt. Laut Trump-Anhängern gibt es ja keinen Corona quasi. Die haben sich dann in die vollen Schlangen reingestellt. Und viele von den Biden-Anhängern haben eben diese Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Und deswegen liegt er eben mit den Briefwahlen auch mehr vorne. Und dieser Stimmvorsprung, es sind ungefähr noch 100.000 Stimmen, die ausgezählt werden. Ihr seht hier oben den Vorsprung, den Trump hat, das sind 18.000. Und wenn jetzt hier eben nicht 50-50 das Ganze ausgeht, sondern 60-40, ja, also dann sehen wir schon bei 100.000 Stimmen, dann ist der Unterschied 20.000 und in dem Moment würde das Ganze auf Joe Biden kippen. Das heißt, es gibt hier eine Chance, dass das heute entschieden wird und die Behörden hoffen, haben es aber nicht gesagt, hoffen, dass es hier am Freitag eben auch heute die Auszählung beendet werden kann. Wenn Biden hier gewinnt, ist er definitiv neuer Präsident. Also fassen wir mal alles zusammen. Es kommen heute am Freitag noch ein paar wichtige Entscheidungen. Und diese paar wichtigen Entscheidungen, auch wenn einige Staaten sagen, sie können bis zum 12. November noch zählen oder so, könnten das Ganze heute klar machen. Wenn das, wie gesagt, wenn Pennsylvania fällt, sowieso klar. Wenn Georgia rübergeht, sehr, sehr wahrscheinlich. Dann ist es mit annähernd sicherer Wahrscheinlichkeit auch, dass, wenn Georgia hier zugeht, Trump verliert und mit Nevada würden hier ja auch ein. Also die Optionen von beiden sind sehr, sehr viel. Fältig und deshalb besteht hier eine Chance, dass es heute hier zu diesem finalen Abschluss kommt. So, das ist sozusagen das, was wir jetzt von der Präsidentschaftswahl haben. Jetzt haben wir aber noch ein zweites Thema und das ist hier, das ist der Senat. Also wie teilt sich eben der Senat auf? Und hier ist es tatsächlich im Senat so, da sehen wir, Georgia ist definitiv ein wichtiges Thema, denn sollte Georgia hier noch in irgendeiner Form mehr Stimmen für die Demokraten erzielen, dann hätten wir tatsächlich auch die Chance für die Demokraten hier zusätzlich im Senat eine Mehrheit zu bekommen, was im Moment definitiv nicht der Wahrscheinlichkeit entspricht, wichtig aber für die Börse wäre. Warum das wichtig für die Börse ist? Ganz einfach. Der Präsident hat sehr viel Macht, aber er hat noch mehr Macht, wenn er den Senat hinter sich hat und das Abgeordnetenhaus, den Kongress. Das sind sozusagen Luxussituationen, die Republikaner in den letzten Jahren hatten, zum großen Teil zumindest. Senat, also Kongress nicht, aber Senat und den Präsidenten. Und damit lässt sich einfacher regieren und das ist das, was die Wall Street im Prinzip sehen will, denn es geht letztendlich um, wie werden die Hilfsgelder verteilt, was passiert, welche Hilfspakete kommen und so weiter. So, das war jetzt erstmal die fundamentale Einordnung. Das heißt, wir kriegen eine Entscheidung wahrscheinlich heute. Jetzt, was bedeutet das? Wir haben schon gesagt, wenn Sicherheit ist, ist das gut für die Börse und wir sehen eben im Trendmodus, beginnen wir mal mit dem S&P, im Trendmodus ist dieser Markt hier aufwärts gerichtet. Das heißt, wir sehen, wir haben hier diese kurzfristige Aufwärtsbewegung, steigende Hochs und steigende Tiefs. Die Zielidee von diesem Trend-Move ist, dieses Hoch hier rauszunehmen. Das ist einfach, wie gesagt, technischer Natur. Und wenn wir uns das auf dem Daily Chart anschauen, dann würde das Ganze einer klassischen C-Welle innerhalb eines ABCs entsprechen. Dann hätten wir hier das A. Wie gesagt, und das B endet hier, und ich mache das mal, ich muss es anders machen, muss es hier mit Großbuchstaben machen, also hier Groß A, da oben das große B, und Abschluss des Musters wäre ein weiteres C, komme ich gleich drauf zu sprechen. Hier, dieses B ist selber ein kleines ABC, das ist typisch, und diese C-Wellen, die sind immer von Dynamik geprägt. Das heißt, wir haben hier diese Dynamik und idealerweise erreichen Sie das Top der A, Sie müssen es aber nicht. Auch das ist wichtig zu verstehen, weil die Luft wird hier oben dünner. Mein präferiertes Szenario, und wir denken natürlich immer in Szenarien, das wisst ihr, wir können die Zukunft wie niemand anders auch voraussehen, das ist auch unmöglich, aber wir können Szenarien schaffen und da unseren Handelsstil anpassen. Und das wahrscheinlichste Szenario ist, wir kriegen Freitag eine Entscheidung, bumm, Börse hat Sicherheit. Das heißt, Sicherheit bedeutet, es gibt nochmal einen kurzfristigen Squeeze aufwärts. Das entspricht der Trenddynamik, die wir in den letzten Tagen haben.
Dann ist das Thema abgefrühstückt. Also, dann ist klar, Präsident ist da. Und dann geht sozusagen, werden die Karten neu gemischt und dieses neue Mischen, da können wir jetzt mal einen Blick in unsere Kristallkugel werfen, nämlich nach dem Motto, ja, was passiert denn dann? Also Nummer eins ist, wie geht es dann weiter? Also wie wird Trump sich geschlagen geben? Da wird er sich natürlich nicht freiwillig geschlagen geben. Der juristische Weg steht ihm zwar offen, verspricht aber nicht viele Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, wie unruhig wird es dann in der amerikanischen Gesellschaft? Das sind Fragen, aber vor allem auch dann, wir haben dieses Vakuum der Machtübergabe, das dauert ja, bis der neue Präsident dann eingeführt wird, bis zum 20. Januar, bis er gewählt wird, erst im Dezember. Und diese Zeit kann sehr, sehr unruhig werden. Und Unruhe mag die Börse nicht. Und deshalb eben hier durchaus diese Chance, dass diese Phase der Unruhe in eine Konsolidierungsphase im Aufwärtstrend geht. Das heißt, wir haben hier diese Box, die ich hier einzeichne, und das halte ich für das wahrscheinlichste Szenario. Natürlich gibt es x andere Möglichkeiten. Wir können unmittelbar mit dem Aufwärtstrend fortsetzen. Halte ich für unwahrscheinlich, weil, wie gesagt, wenn der Präsident feststeht, dann geht es ja darum, mit welcher Machtfülle kann er welche Programme durchsetzen. Da habe ich gerade gesagt, wenn die Demokraten den Senat nicht die Mehrheit holen, wird zwar Regieren mit dem Präsidenten möglich sein, aber es wird harte Diskussionen geben und viele Gesetzesvorhaben, viele Veränderungen werden sich nach hinten schieben. Und da werden natürlich die Republikaner versuchen, auch einen Keil dazwischen reinzuschlagen. Also, das ist eine Sache. Ja, die andere Sache, der andere Threat, der droht, ist eben tatsächlich auch Unruhemöglichkeiten, die generell existieren, weil Trump eben dieses Narrativ von der geklauten Wahl schon im Sommer eingeführt hat. Wir haben das im Sommer schon erwähnt, dass das einem Plan folgt, dass man schon im Sommer ja die Briefwahl attackiert hat, weil man wusste und man es voraussehen konnte, dass man in der Briefwahl definitiv nicht der Gewinner ist, denn Leute, die die Briefwahl machen, das sind nicht die typischen Trump-Wähler, muss man dazu sagen. Natürlich gibt es auch Trump-Wähler mit Briefwahl, aber es sind nicht die typischen. Und dieses Narrativ hat er im Sommer begonnen aufzubauen, das hat er sehr geschickt gemacht. Und das ist auch eben diese strategische Stärke, die er hat, diesen Instinkt, den er hat, wo er weiß, wie er sozusagen auch Niederlagen in einen Gewinn wieder ummünzen kann. Und das passiert hier. Und das kann natürlich Unruhe in der Gesellschaft bringen, das kann Unruhe auch an der Börse bringen. Und für uns das wahrscheinlichste Szenario, nicht, dass wir jetzt fulminant hier einen durchstarten mit dem Markt, weil die guten News, die werden heute abgefrühstückt sein. Das heißt, der Präsident steht fest, egal auf welcher Seite. Ja, das ist für die Börse wichtig, wir haben einen Präsidenten. Die Probleme, die dann entstehen, die liegen hier und wie gesagt, fundamental wird sich das perfekt in dieses Pattern reinfügen und deswegen halten wir das im Moment als unser Master-Szenario fest. Das ist unser Master-Szenario. Im Master-Szenario, und das kurz zur Erklärung, darf der Markt durchaus in einer Squeeze auch dieses Top hier rausnehmen, denn solche B-Wellen dürfen überschießen. Das heißt, das ist hier kein guter Stopppunkt. Das Master-Szenario ist Sell the Good News und das werden wir heute versuchen, Freitagnachmittag, Freitagabend sozusagen durchzuziehen, um dann sozusagen in die Korrektur vielleicht nächste Woche zu gehen. Die Korrektur erwarte ich nicht unbedingt heute. Warum nicht heute? Freitags, typischer Optionsverfallstermin. Also da glaube ich nicht, dass da werden eher Squeezes nochmal zu sehen sein. Was wir heute erwarten, Fortsetzung, und deswegen probieren wir eben auch hier im 15-Minuten-Chart uns nochmal zu positionieren. Da haben wir hier die letzten Hochs sequenzmäßig. Hier hätten wir es heute Nacht schon gekonnt, da haben wir geschlafen. Jetzt liegen wir hier im Moment für einen Einstieg auf der Long-Seite nochmal, um diesen finalen Squeeze mitzunehmen. Wie sieht das Ganze aus im DAX? Wenn wir uns den DAX anschauen, dann sehen wir auch hier natürlich gefolgt von dem US-Markt eine Bewegung und wir sehen auch hier, die Bewegung ist aufwärts. Die Bewegung führt den Markt an einen wichtigen Widerstandsbereich ran, aber dieses Hoch, das kann hier nochmal getestet werden. Also, wenn wir diesen finalen Squeeze sehen, dann kann der bis 12,6, sogar auch bis 12,8 gehen. Das alles ist jetzt hier ein großer Widerstandsbereich, wo man den Markt in diesem, sehen wir hier, in diesem Squeeze nochmal sehen kann. Das tut der ganzen Bewegung kein Abbruch, sondern das ist sozusagen eine wahrscheinliche Bewegung. Deswegen versuchen wir hier DAX eben heute auch nochmal eher auf diese Squeeze-Bewegung mit nach oben zu nehmen. Das heißt, da haben wir so diese Strategie Buy the Dip, wenn das möglich ist, was wir umsetzen wollen.
Leider hängen wir da von gestern noch in einer Position drin, die wir ein bisschen zu früh aufgebaut haben, aufgrund dieses Tiefs hier, in diesem Widerstand. Den müssen wir jetzt erstmal managen, aber generell ist das eben so ein bisschen die Idee. Nächster Markt ist der Bund Future. Ich habe schon erwähnt, ein elendiges Seitwärts. Wirklich wenig Bewegung hin und her. Auch gestern, wir haben gestern mal die BOR nach unten getradet, das hat funktioniert. Aber da ist nicht wirklich was zu holen. Das ist jetzt kein Markt, wo wirklich ein Orden zu verdienen ist. Und deswegen bleibt der bei uns untergeordnet. Werde ich heute auch nicht groß drauf eingehen. Dann allerdings ein Markt, wo wir durchaus Potenzial sehen, ist der Euro-US-Dollar. Der Euro-US-Dollar. Wir sehen im Moment einen Euro, der profitiert, weil die Währungshändler schon etwas weiter denken als die Aktienmärkte. Die Währungshändler denken im Prinzip das Szenario ein bisschen, wie wir es schon in dieser C-Welle für den Aktienmarkt erwarten, nämlich, dass wenn der Präsident feststeht, dass es nicht einfach werden wird und das wird den Dollar tendenziell schwächen. Schwacher Dollar heißt starker Euro und der Euro befindet sich hier in einem Abwärtsmove. Und auch hier suchen wir wieder die Möglichkeiten, ihn long zu gehen. Wir erwarten ihn über diese Tops, das heißt Fortsetzung dieser Bewegung. Weitere Long-Positionen halten wir hier für das Mittel der Wahl. Also da werden wir uns heute weiter long engagieren. Wenn wir uns das auf dem Daily Chart anschauen, ja, dann sehen wir auch schön im Daily Chart fertige, eventuell natürlich muss man dazu sagen, fertige ABC-Bewegung, ABC. Und selbst wenn das ähnlich wie im S&P ein großes ABC wird, also hier das A und hier jetzt das, oder hier auch das A und jetzt das B kommt, dann wird diese Bewegung ähnlich wie im S&P nochmal hier reinschießen, bis da oben an den Widerstandbereich. So, das heißt, auch hier werden wir probieren, diesen letzten Move noch weiter mitzunehmen und zu machen. Das ist so ein bisschen die Idee, also Euro fest, finaler Squeeze im DAX und S&P, Bund eher normal. Haltet euch bereit, heute Nachmittag 17 Uhr, 18 Uhr, da wird es dann nochmal spannend. Es kann auch sein, dass wir schon im Laufe des Tages hier Veränderungen sehen. Das heißt, dass hier das Momentum weiter für beiden läuft oder aber eben auch kippt. Auch das wäre möglich, wollen wir nicht ausschließen. Wichtig für den Markt oder diese finale Squeeze wird meines Erachtens dann ausgelöst, in dem Moment, wo der Präsident feststeht. Ja? Und dann, sell on good news bedeutet, sobald die technischen Kursziele erreicht sind, das ist unsere News-Strategie, würden wir entsprechend den Verkauf machen. Ja, ich verabschiede mich ins Wochenende. Also natürlich machen wir heute unser Trading. Hab noch einen kleinen Hinweis heute. Wenn ihr euch vom Handeln sozusagen erholen wollt und noch einen schönen Vortrag heute Abend sehen wollt, ich habe bei Finanzkongress, das ist ein Online-Vortrag, habe ich heute Abend um 20.30 Uhr oder 20.20 Uhr, weiß jetzt nicht genau, könnt ihr aber nachschauen. Da habe ich letztendlich nochmal einen Vortrag, könnt ihr euch anmelden. Link findet ihr über unsere Webseite und ansonsten geht ihr einfach über finanzkongress.de. Wünsche euch einen guten Freitag, gutes Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dann, bye bye, euer Björn.